Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren, Newcomer. Was habe ich nicht für verrückte Informationen für euch? Was macht die Biden Administration jetzt? Sie haben sich um 180 Grad gedreht, was Kryptos angeht. Aber ich glaube, der Großteil der Krypto-Community zeigt ihnen den Mittelfinger. Sie haben gemerkt, dass es mit Trump jetzt funktioniert und wollen jetzt natürlich auch an der Krypto-Community letztendlich mehrere Wahlstimmen sich reinholen. Dazu gleich ein paar Informationen. Ich habe starke Informationen, was Mastercard gerade macht, was wirklich verrückt ist. Super Informationen, was zu Chainlink kommen kann, und zwar heute und wieso, das werden wir uns auch gleich anschauen. Und einige super interessante Charts. Wir werden uns auch eine Sache angucken, die uns letztendlich zeigt, dass wir in den nächsten Jahren keine starke Boomphase erleben werden, sondern dass wir erstmal uns in einem Bullrun befinden und dieser Bullrun-Top höchstwahrscheinlich Ende diesen Jahres oder bis Ende nächsten Jahres erreicht werden wird. Darum, meine Lieben, tauchen wir direkt ein. Und wer von euch neu ist und diese Anstiegsphase noch mitnehmen möchte, der geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Ihr seid hier EU-reguliert und BaFin-lizenziert unterwegs, könnt hier 400 der modernsten und neuesten Kryptowährungen einkaufen, habt hier keine Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühren, könnt schon ab 1 Euro anfangen zu traden. Und bis Samstag könnt ihr an einer Verlosung teilnehmen, wo wir 5x 50 Euro verlosen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda gehen und unter unseren Videos kommentieren. Und jetzt schaut euch mal diese Grafik an. Sie zeigt letztendlich, dass das US-Bankensystem komplett unter Wasser ist, meine Lieben. Das Einzige, was das US-Bankensystem aufrechterhalten hat, war das Notkreditprogramm der USA, die letztendlich März abgelaufen ist. Und diese Kredite müssen bis einem Jahr nach dem Ablauf bzw. ein Jahr der Kreditnahme wieder zurückbezahlt werden. Wollen wir mal sehen, was nächstes Jahr alles passieren wird. Denn wie ihr hier sehen könnt, das sind die Unrealized Gains oder Losses on Investment Securities. Das heißt letztendlich auch Staatsanleihen. Und wir sehen hier, dass die meisten Banken in den USA komplett in den Verlusten sind. Die Anteile der Securities, die sie verkaufen können, seht ihr hier in dieser bräunlichen Farbe, würde ich jetzt mal sagen. Und die Anteile, die sie bis zum Ablauf halten werden, ist der blaue Anteil hier. Sie sind komplett unter Wasser, meine Lieben. Sie sind komplett unter Wasser. Darum muss die Federal Reserve agieren. Aber jetzt erstmal, damit das nicht wie Quantitative Easing im klassischen Sinne aussieht, habe ich euch gestern im Video gezeigt, dass sie erstmal mit einer Buyback Operation anfangen. Sehr, sehr interessant. Warum tun sie das wohl? Wenn wir uns solche Grafiken angucken, dann verstehen wir ganz genau, warum die US-Regierung jetzt damit anfängt. Und jetzt guckt euch das mal an, wie die Biden Administration anfängt, widerlich zu agieren. Sie haben Gary Gensler und verschiedenste Politiker, Kongressmitglieder wie Elizabeth Warren dazu gedrängt, dass man gegen Kryptos kämpft. Die SEC musste jetzt sogar eine Strafe zahlen von 1,8 Millionen im Debtbox-Fall, weil sie einfach das Recht verdreht und verbogen haben. Gary Gensler ist das Schlimmste, was der SEC passieren konnte. Und das ist ein Biden-Anhänger letztendlich. Der kommt von der Biden-Administration. Und Biden hat einfach mal komplett gegen Kryptos gekämpft, wollte ein Gesetz rausbringen, was Banken nicht erlauben würde, Kryptowährungen zu halten. Jetzt auf einmal merken sie, oh, pass mal auf, das klappt ja sehr, sehr gut bei Trump. Wir sollten jetzt wieder pro-Krypto wechseln. Und Biden schickt jetzt tatsächlich eine Delegation nach El Salvador, um den bei der Zeremonie wiedergewählten Nayib Bukeles beizutreten. Überlegt euch den Scheiß mal. Ich meine, wie kann man so hinterlistig und widerlich sein? Das ist unglaublich, aber dass das überhaupt nicht funktioniert und dass Biden auf Twitter komplett zerschreddert wird und die Crypto-Community ihnen hier den Mittelfinger zeigt, denke mal, das wird denen egal sein, sie werden es trotzdem weiter versuchen, aber ja, gucken wir mal, ich finde das einfach nur widerlich. Und jetzt schaut euch an, was Mastercard hier macht. Wo sind wir denn schon angelangt, meine Lieben? Es ist nicht einfach, einen Kryptotransfer durchzuführen. Warum? Man muss natürlich die Adresse richtig kopieren, eintragen bei der Empfängeradresse. Der Transfer muss dann abgewickelt werden. Wenn man einen Fehler macht, können die Kryptos verloren gehen.
Mastercard ermöglicht es jetzt, einen Nicknamen zu nehmen, der verbunden ist mit eurer Kryptoadresse. Und anhand des Nicknames, wie man sagen kann, eines Alias, sagen wir mal Caro Crypto könnte ich das jetzt nennen, und da würde meine Kryptoadresse dann dahinter hinterlegt sein, dann könnte ich einen Transfer durchführen, einfach nur, wenn ich Caro Crypto als Adresse angebe. Das erleichtert es unnormal stark und zeigt einfach mal wieder, dass wir auf einem extrem starken Weg nach vorne sind, wenn solche Giganten wie Mastercard jetzt auch noch aufspringen und neue innovative Lösungen für den Crypto-Space bieten. Einfach verrückt, meine Lieben. True Labs hat uns sowieso schon anhand von On-Chain-Daten und Adressen bewiesen, dass die Ethereum-Gründer letztendlich den Großteil der Ethereums bzw. der ETH besitzen. Zwischen 60 und 70% wird gesagt. Unter anderem auch chinesische Großfirmen wie Wangxian. Jetzt hören wir aber das hier. Singapurs Largest Bank, DBS, soll ein Ethereum-Bar sein. Sie sollen über 650 Millionen an ETH halten. Also sie halten, wie hier gesagt wird in den Artikel, 173.753 ETH und sollen ab dem Zeitpunkt des Einkaufes jetzt schon 200 Millionen Dollar im Profit sein. Meine Lieben, in welche Richtung geht das Ganze jetzt? Ich habe euch das gesagt, auch durch die ETFs, die rausgekommen sind bei Bitcoin und jetzt auch bei Ethereum folgen werden und dicke Banken, die jetzt Kryptowährungen einkaufen, das werden die dicken Wale werden, meine Lieben. Und darum sage ich auch immer wieder, dass ich der Meinung bin, dass dieser Bullrun, in dem wir uns jetzt befinden, der größte sein wird, den wir jemals hatten und die Bullruns danach nicht mehr so stark sein werden. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass diese dicken Wale, die jetzt reinkommen, viel früher Gewinne realisieren werden. Und warum werden sie das tun? Sie gehen natürlich nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Es ist ein Unternehmen und dieses Unternehmen muss Geld verdienen. Und ihr habt es auch gesehen, selbst Michael Saylor, der behauptet hat, er würde niemals Bitcoin verkaufen, hat einiges an Bitcoin verkauft gehabt, um Steuern nachzahlen zu können. Also auch da, glaubt ihnen nicht, meine Lieben. Glaubt ihnen nicht, egal was sie euch erzählen, sie werden früher oder später Gewinne realisieren. Und dass Chainlink mit Swift zusammenarbeitet, welches über 5,6 Billionen US-Dollar am Tag transferiert, das wissen einige wenige nur. Und schaut euch das mal an, es geht auch stark in Richtung Tokenisierung von letztendlich Assets, auch dem US-Dollar oder Währungen, und der Bereitstellung von Daten aus dem Traditional Finance auf einer Blockchain-Basis und letztendlich wirkt Chainlink da als Oracle, wie man sagt. Es erlaubt halt die Fähigkeit, Blockchain-Daten und Daten aus der realen Welt zu verknüpfen und dadurch eine Tokenisierung zu erleichtern. Und warum ich das anspreche, ist folgendes. Chainlink wird bei Consensus 2024, das ist ein Crypto-Event in Texas, in den USA, ist auch vertreten, Ripple, XRP, auch viele andere Blockchain-Projekte. Und jetzt schaut euch das mal an. Heute wird über die Thematik gesprochen, wie Swift und Chainlink zusammenarbeiten werden, um die Tokenisierung auf einem skalierbaren Niveau zu ermöglichen. Diese Rede wird heute sein, am 30. meine Lieben. Und viele sagen jetzt, wenn es das starke Announcement geben wird, dann wird Chainlink wahrscheinlich auch richtig stark pumpen können. Warten wir das mal ab. Der Crypto-Space jetzt gerade ist ein bisschen am Fallen, weil Bitcoin auch in die 67.000er Marke gefallen ist. Wollen wir mal abwarten und sehen. Das kann natürlich für einen kurzen Pump führen, aber ich bin der Meinung, das wird jetzt nichts Nachhaltiges sein. Vivek unter Aurelian Ohion zu finden auf Twitter präsentiert uns diesen Chart hier. Und der ist einfach mal immer wieder interessant und ich finde diese Ansichten immer wieder schön, um zu verstehen, in welcher Phase wir uns in einem Bullrun letztendlich befinden. Er hat hier die Bärenmärkte aufgelistet, dann hat er hier den Pre-Bullrun aufgelistet. Das ist der Zeitpunkt, wo wir letztendlich von einem Tiefpunktbereich den ersten initialen Pump sehen oder noch relativ seitlich flaggen. Dann kommt die dritte Phase, das ist der Bullrun, wo wir letztendlich einen schönen Anstieg schon erleben können, beziehungsweise erlebt haben, jetzt auch schon. Und dann die vierte Phase, Huge Bullrun nennt er das hier, die letzte Phase, wo halt dieser parabolische Anstieg beginnt. Und wie wir hier sehen können, sind wir mitten in Phase 3 noch. Die ist noch nicht mal beendet. Sollte das natürlich so voranschreiten wie in den letzten Malen, dann haben wir einen Right-Sided Bullrun, dann können wir diese Theorie vergessen, dass wir Ende diesen Jahres den Top erreichen werden. Sollte das aber früher kommen, dann haben wir einen Left-Sided Bullrun und dann wird die Spitze in Phase 3 hier zum allerersten Mal gesetzt werden. Und in Phase 4, wo man diesen Huge Bullrun erwartet, da werden wir eher eine
Konsolidierung haben, eine letztendlich korrektive Bewegung mit einem seitlichen Flag und dann, wenn wir in den Bärenmarkt wechseln sollten, mit einem initialen starken Crash. Warten wir das mal ab. Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber es zeigt einfach mal schön im Vergleich zur Historie, wo wir uns gerade befinden. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Schaut euch mal an, wenn wir uns die Liquidations-Heatmap angucken, wo wir uns da gerade mit dem Preis befinden. Guckt mal, wir sind genau in der Mitte zwischen zwei starken neongelben Liquidationsbereichen, die hier extrem stark bei der 68.500er Marke anfangen und bis zu 69.000er Marke hochgehen. Und auch weiter unten haben wir hier einen ziemlich dicken Liquidationsbereich, der letztendlich bei der 67.000er Marke beginnt und ja, hier oben runter geht auf die 66.500er Marke. Das sind hier ziemlich, ziemlich kleine Spannen, die wir haben. Es ist wahrscheinlich, dass wir eine Auf- und Abwärtsbewegung sehen und beide dieser Positionen weggradiert bekommen. Schauen wir uns das Ganze aber aus einer Monatsperspektive an, sieht das nochmal anders aus. Denn hier und da wird noch darüber geredet, dass wir eventuell noch auf die 50.000er Marke fallen können. Ich halte das auch noch für realistisch. Starke Liquidationsbereiche befinden sich aber hier bei der 60.000er Marke. Kann es sein, dass das der letzte Bereich ist, den wir antesten werden, wenn wir runter korrigieren sollten und wir nicht stärker fallen, sondern wir einmal auf die 60.000er Marke gehen, dass sehr, sehr viele erwarten, dass wir auf die 50 runterfallen werden, aber wir starken Support bei 60 oder leicht unterhalb der 60.000er Marke finden? Das könnte auch sehr, sehr realistisch sein als ein Verlauf. Jetzt aber haben wir erstmal einen relativ unspektakulären Verlauf. Es ist aber immer noch spannend. Warum? Weil es sind Entscheidungsmomente, auf die wir hier warten. Schaut mal, es bildet sich jetzt hier, nachdem wir diesen Channel verlassen haben, das haben wir uns schon einmal im Livestream meines Erachtens nach angeguckt, bildet sich hier ein weiterer Triangle Pattern, der kurz davor ist, auszubrechen. Das ist relativ spannend, meine Lieben. Also es muss hier irgendwas passieren. Entweder testen wir hier nochmal die oberen Balken an, halten uns drüber und schießen komplett drüber, oder wir werden hier einsacken, testen hier den oberen Bereich und dann kommt der Entscheidungsmoment. Steigen wir von dort aus oder krachen wir richtig ein und gehen, wie wir gerade gesehen haben, hier auf die 60.000er Marke, 58.000er Marke eventuell und sehen dann langsam Schritt für Schritt unseren Reversal. Es bleibt spannend, meine Lieben, es bleibt spannend. Wir sehen uns heute Abend erstmal im Livestream, da werden wir einen weiteren Verlauf hier sehen und mehr Material haben für einige Diskussionen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal noch einen angenehmen Tag und Crypto Heroes out.